Ihr wollt auch solche coolen Designs erstellen wie ich, wie zum Beispiel hier diese Story-Sticker-Vorlagen oder diese Story-Sticker an sich, die man in Stories einfügen kann, oder auch Beiträge für Instagram oder TikTok-Sticker oder auch hier solche Beiträge mit verschiedenen Bildern, oder ihr habt gar keine Idee, was ihr erstellen sollt, und ihr könnt hier aus diesen Kategorien verschiedenste Posts auswählen, hier Instagram, und er zeigt euch tausend verschiedene Posts, Ideen, die ihr zum Beispiel beliebig anklicken könnt, anpassen könnt, in eurer Brand anpassen könnt. Hier, ihr könnt zum Beispiel sagen, wenn man es noch anklickt, hallo, ich bin neu. Ihr könnt das löschen, ihr könnt das Bild ändern. Ihr könnt das Bild löschen und das Bild ändern, genau. Dann könnt ihr es in tausend verschiedene Ebenen schieben. Wenn ihr jetzt natürlich mehrere Ebenen habt, dann könnt ihr hier auch euch den Copyright oder sonst was. Ihr könnt auch Logos erstellen. Hier seht ihr die verschiedenen Logos. Das könnte man mal löschen, weil das brauche ich nicht mehr. Hier verschiedene Logos, die ihr dann auch downloaden könnt. Hier habt ihr auch verschiedenste Hintergründe. Ihr könnt hier zum Beispiel Berge oder solche, jetzt mache ich mal das Bild raus, dass man es besser sieht, abstrakt oder Essen. Dann hier Natur, sieht man den Weltall. Ihr habt hier ganz viele verschiedene Elemente, wie zum Beispiel solche Fußabdrücke. Ihr habt aber auch verschiedene Formen. Ihr habt auch Rahmen, wo ihr dann quasi Fotos einfügen könnt. Ihr könnt hier, wie gesagt, Uploads machen, könnt dann das Foto hier in den Rahmen reinschieben und habt hier dann solche wunderschönen Beiträge geplant. Und ihr könnt die überteilen. Download könnt ihr, wie gesagt, auch transparenten Hintergrund machen. Da könnt ihr dann auch Story-Sticker mit transparenten Hintergrund, dass quasi nur die Schrift da zu sehen ist, wie zum Beispiel das hier, dann wäre nur die Schrift zu sehen. Wenn man jetzt nur das auf einer Extra-Seite machen würde, könnte man jetzt auch noch die Farbe ändern, dass man es auch sieht. Dann wäre zum Beispiel nur dieser Text als Story-Sticker für euch zur Verfügung in eurem Brand-Design. Ihr könnt es hier auf Instagram teilen, ihr könnt es drucken lassen, auf Tassen, auf Notizbücher, Untersetzer, Sweatshirts, ihr könnt dadurch Merch machen, was ich jetzt nicht unbedingt empfehlen würde, weil es sehr teuer ist. Also da gibt es andere Anbieter, aber die Option mal auszuprobieren, wie sieht es aus, wenn man einfach mal eine Tasse von sich selbst hat. Allein diese Idee finde ich schon so unfassbar cool, und hier kann man noch tausende andere Sachen hier machen. Man kann Link zufügen für Lesezugriff, man kann es speichern, Social Media verschiedenste, Pinterest, man kann es downloaden, wie gesagt, man kann es auch in Dropbox hochladen, was ich auch mache. Ich habe auch verschiedenste Story-Sticker eben in meiner Instagram-Story-Highlight. Story-Sticker verlinkt, könnt ihr gerne mal reinschauen am nebenbei. Genau, und hier kann man wirklich, also ich selbst habe die noch alle, nicht alle ausprobiert. Also man lernt auch immer wieder Neues dazu. Ich gucke mir dann eben auch immer die Vorlagen an. Was ist möglich? Was kann ich selber machen? Was sieht cool aus? Was passt zu mir? So, man muss eben auch ein bisschen gucken, wie man sich dann aufbaut. Man kann hier, wie gesagt, auch verschiedenste, wenn man hier jetzt das Bild zum Beispiel raustrennt, sieht man, dass es einfach nur ein Hintergrund ist. Man kann alle Bilder, die man möchte, wenn man jetzt zum Beispiel eingibt Baby, wenn man zum Beispiel Baby-Content macht oder eben Content für Babys, kann man hier das Bild reinschieben. Kann das eben in der Größe, also in der Richtung verschieben. Man kann ein anderes Bild nehmen. Also es sind hier wirklich sehr, sehr viele. Hier sind auch Videos dabei. Und mit der Pro-Version, die ich habe, hast du eben nochmal viel mehr Zugriff auf alles. Wirklich alles. Hier Babyfüße und was nicht alles. Hier gibt es Neugeborene. Hier gibt es dann die Grafiken. Die sind meistens so, ja, gezeichnet, kann man sagen. Dann gibt es eben die Fotos. Da kann ich euch kurz auf einem neuen Bild zeigen. Kann man zum Beispiel, wenn man jetzt dieses Baby, okay, da glaube ich, geht es nicht so gut, wenn man jetzt zum Beispiel das Baby hier hat, kann man auch mit eigenen Bildern machen. Also ich mache das auch immer bei meinen eigenen Bildern, kann man
den Hintergrund rauslöschen. Das ist aber eine Proversionsfunktion, das Wort, eine Proversionfunktion, also die geht nur bei der Proversion von Canva. Aber ganz ehrlich, das Geld ist es mir sowas von wert. Allein dieses ganze Designen und Erstellen finde ich schon so cool und ist einfach schon zum Hobby geworden. Ich habe ja mittlerweile drei Kanäle, die ich betreibe und schwupps ist der Hintergrund weg. Beziehungsweise der Hintergrund vom Bild und man könnte jetzt Babys im Weltall könnte man machen. Ja, ist jetzt eine dumme Idee, aber ja, könnte man eben machen. Und wie gesagt, es geht auch bei den meisten Bildern, die man selber hat. Ich habe ja, wie gesagt, hier sehr viele Uploads. Auch hier seht ihr Sims, weil ich eben auch Sims Let's Plays mache. Da habe ich auch meine Vorlagen. Hier zum Beispiel habe ich das Selbstdesign, die Schrift. Das ist jetzt von Canva selbst, weil leider kann ich hier nicht malen. Das ist die einzigster Nachteil, der mir einfällt, dass du in Canva nicht malen kannst, also wie bei dem iPad oder wo, wie das ist. Und hier habe ich eben tausend verschiedene Möglichkeiten. Ich kann Bilder bearbeiten, kann eben wie gesagt den Hintergrund entfernen, es verpixeln, den Filter verschiedene anwenden, die schöner machen, Gesichtsretusche, also wahrscheinlich Gesichtsretuschieren machen. Hier gibt es verschiedene Buchstabenmosaik, Farbeffekte. Also ich finde den Farbeffekt finde ich auch sehr schön. Dann gibt es zum Beispiel hier ganz verschiedenste Filter und alles. So, ich glaube, ich habe jetzt euch genug. Also hier sieht man, okay, es sieht jetzt nicht ganz so toll aus bei solchen Sims-Bildern, aber ich muss sagen, bei echten Bildern finde ich schon sehr schön. Also du hast wirklich sehr viele Möglichkeiten bei Canva. Also falls euch dieses Video gefallen hat, ich versuche euch irgendwie einen Link ins Video zu packen oder in die Beschreibung oder in die Kommentare, denn mit diesem Link bekomme ich eine kleine Provision, wenn ihr euch Canva mal anschaut und quasi die Pro-Version kauft. Es kostet euch nichts mehr, aber mich und meine Arbeit unterstützt, weil ich natürlich mehrere Einnahmequellen habe. Das ist nur eine davon. Und ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Falls euch irgendwas interessiert, wie man Bilder designt, wie man Beiträge erstellt, alles, egal was, schreibt es mir in die Kommentare. Ich werde ein Video dazu machen und euch natürlich weiterhelfen dabei. Empfehlt es auch gerne euren Freunden, wenn ihr Freunde habt. Ihr könnt da auch schöne Muttertagskarten oder schöne Muttertagsgeschenke machen. Ihr könnt die Designs auch ausdrucken und Karten draus machen. Wie gesagt, also es ist wirklich grenzenlos, dieses Canva.